Der Ottilie-Schacht ist das älteste erhaltene eiserne Fördergerüst weltweit. Das heißt, es gab ältere Vorbilder in England, aber die sind alle im Zuge des Strukturwandels der Bergbauindustrie dann einfach dem Abriss zum Opfer gefallen. Und der Ottilie-Schacht ist nach Kämpfen in den 80er Jahren, der sollte auch abgerissen werden durch die Preussack damals, ist der Ottilie-Schacht gerettet worden. Dass der Ottilie-Schacht heute noch erhalten geblieben ist, ist nicht zuletzt dem Oberharzer Geschichts- und Museumsverein zu verdanken und den Ehrenamtlichen, die hier aktiv waren vor inzwischen ja über 25 Jahren, hat hier eine ehrenamtliche Arbeitsgruppe immer an Wochenenden dafür gesorgt, dass das Schachtgelände restauriert werden konnte, dass der Förderturm damals seinen ersten neuen Anstrich bekommen hat. Und auf die Weise ist der Abriss verhindert worden und der Ottilie-Schacht ist zu einer musealen Anlage geworden. Und dann haben sich Teile der Gruppe frühzeitig schon dafür interessiert, hier eine Eisenbahn aufzubauen oder wieder aufzubauen. Es hat in den Jahren von 1900 bis 1905 hier eine Grubenbahn gegeben, eine Tagesförderbahn. Der Schacht wurde in dieser Zeit abgeteuft von etwas über 300, 400 Metern auf 600 Metern Endteufe. Und in dieser Zeit konnte die Förderung hier nicht laufen. Und um das Erz trotzdem in die Erzaufbereitung zu bekommen, hat man für 5 Jahre so eine elektrische Oberleitungsbahn vom Kaiser-Wilhelm-Schacht ungefähr 5 Kilometer hierher zum Ottilie-Schacht gebaut. Die Strecke war noch da, also die Trasse. Die Gleise waren selbstverständlich alle demontiert worden, auch die Fahrzeuge sind nicht mehr vorhanden gewesen. Aber eben die trassierte Bahnlinie und auch einige Fotografien und Karten und so weiter waren noch da. Und so entstand der Plan, hier die Tagesförderbahn zu rekonstruieren. Wir haben 2,2 Kilometer der Strecke rekonstruiert. Und hier auf dem Schachtgelände ist auch ein ganz ansehnliches Gleisnetz, also mehrere Weichen, Lokschuppen, eine Werkstatt, Umsetzgleise und so weiter. Und auf der Bahn fahren am Wochenende dann immer die Züge oder auf Anmeldung. Man kann also, wenn man eine Gruppe mitbringt, für einen mäßigen Preis auch mit einer Gruppe dann eine Sonderfahrt buchen, wo sich dann eine Führung hier im Gelände anschließt. Die Eisenbahnstrecke, die historische Tagesförderbahn, ist um 1905 aufgegeben worden. Danach hat sich dort ein Wanderweg eingestellt, der auch als offizieller Weg der Stadt nach wie vor für Besucher freigegeben, also für Spaziergänger freigegeben ist. Und das heißt aber natürlich, wir müssen ständig mit dem Graswuchs kämpfen. Wir können also nicht einfach eine Schotterstrecke dort unkrautfrei halten, sondern man muss ständig mähen. An anderen Stellen kreuzt mal ein Traktor, der drüben die Wiese bearbeitet und wühlt natürlich immer wieder Schotter auf. Und jetzt gerade in so regenreichen Zeiten wie diesen haben wir regelmäßig Schotter, der dann die Gleise zuschwemmt. Und das kann in so einem Sommer wie diesem dann dazu führen, dass man jedes Mal vorher 10 Minuten früher losfährt und dann muss man mal ein bisschen Schotter von den Gleisen runterkratzen, damit die Bahn dann herfahren kann. Viewfinder. Geschichten vom Welterbe im Harz.